Hallo Leute, der Onni Knight hier mit einem Infovideo mit dem Gesicht voll in der Kamera. Ja, der Anlass ist leider mal wieder kein toller, sondern ein recht schlechter. Ich musste gerade gucken, ob ich wirklich ins eingeschaltete Mikrofon spreche. Es geht um dieses Spiel hier, was ihr jetzt schön spiegelverkehrt seht. Ich zeige euch auch gleich, was Sache ist. Ich kann nicht weiterspielen, denn guckt euch, sieht man es? Ja, da sieht man es hier. Nicht so gut, da sind schöne Kratzer drin. Ja, die CD, also die Spieldisk von Twilight Princess ist kaputt, ist nicht mehr lesbar und das Spiel kann ich somit nicht weiterspielen. Deswegen, ja, meine Laune entsprechend sehr begeistert. Ich zeige euch mal kurz, was passiert ist. Ich nehme euch mal mit. Da seht ihr auch mein Zimmer ein bisschen. Da ist mein Fernseher. Das ist mein PC. Da gibt es der Squeezeption. Ja. Schön, nicht? Das ist hier übrigens die Arbeitsplatte, die ich so anpreise. Da ist meine Wii U. Und da steht auch die Wii. So. Und folgendes hat sich zugetragen. Ihr seht die Konsole. Nehmt das Mikrofon davon mal in die Hand. So. Und die Konsole hat sich gestern verabschiedet. Und zwar folgendermaßen. Von hier oben nach da unten auf den Boden. Na, sie steht ja schön am Rand. Das war mein erster Fehler. Der zweite Fehler war, diese Tür zu öffnen. Das ist jetzt aber auch egal. Und jedenfalls, die Konsole kam von da nach da mit einem lauten Knall und die CD war drinne. Jetzt habe ich natürlich versucht, den nächsten Part aufzunehmen für heute und bekomme dann zu lesen, die CD ist nicht lesbar. Tja, ich habe dann Paper Mario eingelegt, funktioniert wunderbar. Und dann, ja, ne, wie das halt so ist, ne, eine CD angeschaut, ist kaputt. Man sieht ja die Kratzer schön. So, ich platziere sie mal wieder und nehme mal wieder Platz. Ja. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich bin einfach nur angefressen gerade. Ich, keine Ahnung, ich habe gerade echt keine Motivation. Ich habe keine Nerven mehr. Das ist der Zettel hier übrigens von dem Herzteilen und den Seelen, den ich die ganze Zeit gemacht habe. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist mir die Wii-Version ranzunehmen. Das alles wieder so weit zu spielen, weil ich weiß gar nicht, ob ich da einen Spielstand habe und wie weit der ist. Das alles wieder nachzuspielen, um dann irgendwann da wieder weiterzumachen. Ja, dann natürlich gestern ist der Paper Mario Part abgeschmiert. Also es läuft gerade wunderbar. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Bock mehr da, auch Paper Mario gerade, keinen Bock irgendwas zu machen, weil Paper Mario fehlt jetzt auch ein Stück, was wahrscheinlich jeder kennt, aber ja, es läuft einfach nur alles beschissen gerade und ich glaube, für die Woche bin ich erstmal durch und wie es dann nächste Woche weitergeht, melde ich mich einfach nochmal oder schreibt Kommentare, hilft mir. Ich bin gerade. Naja. Ja, sprachlos kann man sagen. In dem Sinne wünsche ich euch wenigstens einen schönen Tag, noch eine schöne Woche und wir hören uns wieder. Euer Onion. Ciao, ciao. Nee, war der Knopf.